Applaus für Pamela Anderson im französischen Parlament. Der frühere Baywatch-Star ist auf Einladung der Grünen in die Nationalversammlung gekommen. Die 48-Jährige hat eine Botschaft. Ich erhebe meine Stimme gegen eine Produktionsweise, die genauso grausam ist wie das industrielle Töten von Babyrobben. Ich meine den brutalen Umgang mit Enten und Gänsen für ein unnötiges Luxusprodukt, die Stopfleber. Bei der Stopfleberproduktion wird Geflügel auf engem Raum gehalten und mit übermäßig viel Futter gemästet, damit die Tiere eine Fettleber bekommen. In Deutschland ist das verboten. Ich rufe die Abgeordneten auf, das Stopfen zu verbieten. Ich appelliere an die Franzosen, keine Stopfleber zu essen. Die Schauspielerin engagiert sich seit Jahren für den Tierschutz. Sie kämpft gegen Tierversuche und Kleidung aus Leder und Pelz.